Hallo, Dom und herzlich willkommen zu einer weiteren Mod-Vorstellung hier auf Corner. Wir schauen uns jetzt das Script Additional Cams an, also zusätzliche Kameras, Version 1.0. Das Ganze kommt vom Modder Bone 2510 bzw. 2510. Gibt es logischerweise, weil Script nur für PC/Mac ist. Ein globales Script in dem Falle. Sprich, einfach aktivieren und ihr habt es mit drinne. Wichtig dabei zu sagen, alle Standardfahrzeuge haben mehr oder weniger die Funktion inne. Mehr oder weniger in dem Sinne von, die innen haben mehr Kameras zur Verfügung, die anderen weniger. Bei Modded-Fahrzeugen könnt ihr das Ganze einbauen bzw. das Skript da anlernen, dass das dann funktioniert, weil ja global in dem Falle. Da ist auch im Mod-Ordner unter dem Unterordner SDK 2 Redmis drin. Die könnt ihr euch durchlesen. Da wird da schlicht, für Leute, die wissen, was sie machen, erklärt, wie man das dann in den Mod dann dementsprechend mit einbaut, dass das dann funktioniert. Aber was die Standardfahrzeuge im 22er angeht, können es in dem Sinne die meisten. Das nur dazu gesagt. Ja, gucken wir uns das Ganze an. Ihr kennt ja vielleicht auch das Script Work Kamera, also Arbeitskamera. Das ist ähnlich, nenne ich es mal. Ob die beiden sich, by the way, untereinander beißen, stand jetzt nichts mit dabei, müsst ihr gegebenenfalls mal ausprobieren. So, ich habe hier zwei Beispiele. Ich habe immer den Xerion 5000 und ich habe immer hier dementsprechend den Lexion 89, ne, also 8900, um das Ganze zu demonstrieren. Prinzipiell ist erstmal wichtig zu sagen, dass ihr in den Tastatureinstellungen das Ganze für euch frei konfigurieren könnt. Also Kamera Hub ein- und ausblenden, Maus ein- und ausblenden, was die Maus in der Aktion in dem Fall ist, Kameras ein- und ausblenden, nächste Kamera anzeigen, vorhergehende Kamera anzeigen, Automatik und dann dementsprechend bis zu 8 Kameras, by the way, bis zu 8 Kameras, die jeweils einzeln anzeigen. Ne? Das könnt ihr alles frei belegen, wie ihr das Ganze halt möchtet. Deswegen das nur da schon mal vorab gesagt. So, prinzipiell, wenn ihr erstmal einsteigt, seht ihr, ist hier erstmal nichts. Ne? Alles easy, alles cool, alles soweit schick schön. Starten wir mal das Ganze mit C, passiert jetzt hier auch nicht allzu viel. Und jetzt könnt ihr halt entscheiden, ob ihr hier dieses Hat ein- oder ausblenden wollt. Ne? Ich setze das zum Beispiel hier mal auf... Achso, das ist altgriechisch, wunderbar. Wenn ihr dann das einschaltet, habt ihr hier oben, seht ihr, ne, Einschaltung 1, 2, 3, 4, A. Ne? Das ist dann im Endeffekt das Hat in dem Falle. So, jetzt kann ich zum Beispiel hier einfach meine Maustaste mir holen und kann jetzt hier entscheiden, jo, will ich die Kamera anhaben, welche Kamera will ich. Und ihr seht, ich habe jetzt hier bei denen nur zwei Kameras zur Verfügung. Einmal im Endeffekt nach hinten und einmal hier nach vorne hinweg, ne? Kann das Ganze auch wieder ausschalten. Ich kann das Ganze aber auch in den sogenannten Automatik-Modus schalten, plus ihr seht, ich kann das Ganze auch verschieben. Also wenn ihr jetzt sagt, ja, an der Position gefällt mir das nicht, ich hätte das eher gerne mehr links, mehr rechts, whatever, könnt ihr das auch verschieben, wie ihr wollt. Im Automatik-Modus, ihr könnt es euch denken, wenn ich jetzt rückwärts fahre, geht automatisch die Rückfahrkamera an. Wenn ich wieder stehe, bleibt es wieder. Ne? Funktioniert natürlich nach vorne hinweg jetzt nicht, weil woher soll er erkennen, dass ich vorne irgendwas will. Aber es ist im Endeffekt Automatikmodus bei den meisten Traktoren oder eigentlich fast bei allen Traktoren, ist das halt einfach die automatische Rückfahrkamera. Ist eine coole Geschichte, gefällt mir sehr. Und wie gesagt, wenn ihr sagt, ich habe keinen Bock, könnt ihr einfach das HUD ausschalten. Insofern ihr das HUD ausschaltet, gehen auch die Kameras in dem Falle dann mit aus und werden nicht mehr angezeigt. Ne? So weit, so klar, so schick, so schön. Die meisten Spielereien / Funktionen dieses Skriptes habt ihr in Multifunktionsfahrzeugen, also in Dreschern, in Selbstfahrer, Häcksler, alles mögliche halt, das, was halt groß ist und was halt viel hat. Auch im Real Life theoretisch Kamera passiert. Ne? Also ist es zum Beispiel hier beim Drescher schon mal eine andere Nummer in dem Falle. Denn hier kann ich jetzt natürlich auch wieder sagen, ich hätte gern den Automatikmodus. Und dann seht ihr, wenn ich jetzt rückwärts fahre, passt das soweit. Ich kann aber auch, wenn ich hier das Rohr ausfahre, kann ich auf die Rohrkamera gehen. Ne? Also dass das automatisch mit dabei ist. Ansonsten kann ich halt hier dementsprechend switchen in mehrere Kategorien. Kann dann hier noch weitergehen, ne, 5, 6, ne, und dann war's das, also bis zu 6 Kameras haben wir halt hier mit dabei, 7, 8 geht jetzt in dem Falle nicht, weil ich auch das Rohr in dem Falle nicht draußen habe, aber ihr könnt hier oben auf dem Korntank schalten, ach ne, hier Rohr ist die 4, wunderbar, hab nichts gesagt, ne, 5, 6, also habt ihr das Ganze im Endeffekt mit dabei, ne, und so könnt ihr, wie gesagt, das Ganze auch einfach im Automatikmodus lassen, oder je nachdem, was ihr hier halt vorher für eine Kamera einstellt,
wollte ich jetzt gerade nicht verschieben, danke. Was ihr je nachdem für eine Kamera vorab einstellt, ist das dann auch permanent halt so da. Ne? Also wenn ihr jetzt zum Beispiel sagt, ich will die ganze Zeit den Korntank mir angezeigt bekommen lassen haben, das ist kein Problem, dann könnt ihr jetzt hier fahren, tun und machen und lassen und wollen. Wenn ihr jetzt aber sagt, gut, ich schaue jetzt immer hier das Rohr raus, switcht er dann automatisch auf die Rohrkamera und nimmt das wieder, was ihr eingestellt habt, als Standardkamera. Ne? Könnt ihr aber jetzt zum Beispiel halt auch einfach sagen, hier, ihr wollt das nach hinten raus haben oder ihr wollt das Ganze jetzt hier nach links und rechts haben, dann könnt ihr das so standardisiert hoch einstellen. Na, und wenn ihr jetzt zum Beispiel das Rohr halt rausfahrt, geht es automatisch hier wieder mit drauf. Oder anders, wenn ihr rückwärts fahrt, geht es halt auf die Rückfahrkamera dazu. Ne? Ja, und das macht so, wie es machen soll. Und das ist auf jeden Fall ganz cool. Die Automatik ist auf jeden Fall noch cooler. Ich weiß gar nicht, ob die Rohrkamera das auch hatte. Aber ich glaube nicht. Ich glaube, das ist jetzt hier das besondere eigene mit dazu. Plus, dass ihr halt bis zu 8 Kameraperspektiven habt. Kommt aber dann auch immer aufs Fahrzeug/Gerät an. Mit dazu, plus halt je nachdem, wie ihr es dann auch noch konfiguriert. Ne? Also wie gesagt, wenn ihr das in eure Mods mit einbaut oder ne, das hinzufügt, die Funktion, könnt ihr ja einstellen, wo die Kameras wie wo was sitzen. Ne? Also von daher eine wunderschöne Sache für alle die gerne realistisch spielen. Oder halt, was ist realistisch, die halt generell so mit Kamera und Co. mit dazu sind, haben da hier von Bone definitiv ein sehr schönes Skript an der Hand bekommen. Aber von daher könnt ihr definitiv machen. Und wenn ihr sogar noch Ahnung habt, was er macht, könnt ihr das sogar noch in eure Fahrzeuge/Mods/hast du nicht gesehen, halt einbauen. Also, why not? Schöne Sache, dank Global Script. So, ansonsten, lila Lok ist soweit hier sauber, wie ihr seht, das ist alles kein Problem. Ja, also ist ein bisschen groß, das Ganze, für ein Skript, ein paar MB, nicht nur Kilobyte, aber schadet jetzt in dem Fall auch nicht. Download-Link inklusive Bewertung ist wie immer in der Videobeschreibung mit verlinkt. Ich danke fürs Zuschauen, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Wenn ihr mögt, lasst ein Däumchen, Abo da, wenn es euch gefallen hat. Und bis dann, haut rein, tschüssikowski, tschüdelü.